Hallo, liebe Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute ist der vierte Tag vom Westweg. So richtig schön diesig. Alles nass. Da sieht man die Überreste vom Feuer, das ich gestern versucht habe zu machen. Das Problem ist, ich hatte es an, aber ich hätte die ganze Zeit dabei sein müssen und dann regnet es die ganze Zeit dabei und dann habe ich gesagt, komm, dann lasse ich es aus. Da geht es dann gleich weiter. Da geht es zum Schwarzenbach Stausee. Den habe ich euch gestern schon mal ein bisschen gezeigt. Ja, die Wegescheidhütte ist die wohl beste Schutzhütte, die ich je gesehen habe. So. Also für Normalos ohne zu mieten. Ich habe zwar trotzdem ein bisschen gefroren, weil es war in der Nacht 1 Grad, glaube ich. Aber es war nicht so schlimm. Also es ging dann im Endeffekt. Nach einer Zeit war mir dann warm. Und ja, hier hat sogar jemand oben Räucherstäbchen liegen lassen und eine Rettungsdecke. Und ich dachte mir, ich lasse auch was hier. Und zwar habe ich noch eine Packung Erdnüsse übrig. Ja, und für irgendjemand, der mal Hunger hat, vielleicht was zu essen vergessen hat oder so, werde ich die da oben hin tun. Und ja, danach geht es dann langsam weiter. Ja, meine Freunde, guckt euch diese Aussicht an. Wunderschön. Ja, ich habe mir eben noch ein bisschen Wasser geholt, nicht viel. Weil ab hier brauche ich nicht immer 3 Liter Wasser mit mir rumschleppen, um autark zu sein, weil hier gibt es dann öfter mal Wasser und Quellen und so. Also schon seit 1-2 Tagen eigentlich. Ja, das Essen wird auch weniger, das heißt meine Last auf dem Rücken an sich wird weniger. Das ist ganz angenehm zum Wandern. Ja, mit den Knien hilft es trotzdem nichts, ist halt so, muss ich irgendwie mit klarkommen und darauf achten, dass es nicht so schlimm wird. Ja, aber ich würde sagen, dann wandere ich erstmal um den See rum und euch viel Spaß mit ein paar schönen Naturaufnahmen. Ja, jetzt habe ich gerade am Wegesrand vom der Pflanze genascht, die mir der Tripsi gezeigt hat. Grün-Sauerklee oder so ähnlich. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau. Die halt nach grünem Apfel schmeckt. Und klasse, jetzt habe ich noch mehr Bock auf so richtig Apfelsaft. Auf so einen richtig kühlen, trüben Apfelsaft. Bio. Und dann schön im Gläschen. Das wäre jetzt was Geiles. Guckt euch mal diesen Baum an. Das ist ein Riesending. Der steht auch schon krumm und schief, du. Ja, und man hört die ganze Zeit tuk, 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 tuk. Ah, ist wahrscheinlich ein Specht im Gange, ne? Puck, 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 puck. Was eine geile kleine Wiese, muss ich sagen. Bäume sehen darauf auch richtig schön aus. Da haben wir so einen richtigen Herbstbaum, der schon so gelb-bräunlich gefärbt ist. Richtig schönes kleines Fleckchen Erde. Da würde ich fast mal Lager aufschlagen. Aber ich muss weiter. Oh, eine schaurig schöne Landschaft. Auch hier oben gibt es Heide, so wie bei uns in Norddeutschland. Mit dem Nebel und so, der Heide auf dem Boden, sieht richtig ein wenig verwunschen aus. Kleine Kobolde fallen mich bestimmt gleich an. Und man hört irgendwo hinten das Heulen eines Werwolfs. Habt ihr es gehört? Oh Gott, schnell weiter. Gott, was war das? Habt ihr das gehört? Oh Gott, der Wind!
Schnell! Nach dem Streckenabschnitt eben kann ich mir gut vorstellen, warum die ihre Stube so genannt haben. Naja, und erst matt 200 Meter. Bis gleich. Und dann suche ich mir mal irgendwo eine Schlafunterkunft. Ich glaube, bei dem Wind ist draußen heute nicht so gut. Ich werde es mir überlegen. Vielleicht gibt es ja direkt außerhalb der Stadt eine gute Hütte. Ah, wenn ich mich nicht mehr melde, dann tschüss, tschüss und denkt immer dran, wir können frei sein. Ciao, ciao.